Und wir vermögen noch nicht abzusehen, welches die Auswirkungen über die Ukraine hinaus sein werden. Vor diesem Hintergrund sind harte Reaktionen Deutschlands, der Europäischen Union, aller seiner Verbündeten ausdrücklich richtig und notwendig und auch gar nicht zu vermeiden. Und ich sage das auch dann, wenn wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass diese Reaktionen womöglich auch für uns selbst mit Belastungen verbunden sein werden. Ausgangspunkt dieser Störungen im Verhältnis untereinander ist, wie Sie wissen, die Inbesitznahme der Krim durch Russland im Jahre 2014 gewesen. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist dieses Vorgehen als ein Verstoß gegen das Völkerrecht gewertet worden. Es hat daraufhin ebenfalls, wie Sie wissen, zu Wirtschaftssanktionen geführt, die dann umgekehrt nicht überraschend von der russischen Seite entsprechend beantwortet sind. Die Kritik an dem Vorgehen der russischen Seite auf der Krim teile ich. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich deutliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der darauf entstandenen Sanktionspolitik habe. Ich vermag jedenfalls nicht zu erkennen, dass dadurch in den vergangenen Jahren irgendein Nutzen gestiftet worden ist, auf welcher Seite auch immer. Gestiftet worden ist aber deutlicher Schaden. Deswegen kann es in dieser Situation nur eine harte und klare Reaktion geben. Ich bin sicher, dass das Projekt Nord Stream 2 in dieser Hinsicht nur der Anfang gewesen ist. Für jedes Land, das gilt für jedes Land, muss die Sicherheit seiner Energieversorgung eine absolut hohe Priorität haben. Und insofern stimme ich der Bundesregierung in ihrer Haltung zu Nord Stream 2 ausdrücklich zu. Der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki fordert die sofortige Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. Es gibt Pipelines, wir können Gas beziehen, wir können auch Öl beziehen und das sollten wir tun und nicht mutwillig unsere Wirtschaft zerstören.